Moin moin und hallo, heute wollen wir mal die Sprache ändern an unserer De'Longhi Eletta Cappuccino Evo Maschine. Als allererstes, die Maschine müssen wir einschalten, um die Sprache zu verändern. Ich gehe jetzt systematisch vor, dass wenn ihr es zum Beispiel auf Russisch, Chinesisch oder Japanisch gestellt habt, dass ihr so auch wieder zurück zum Deutschen finden könntet, okay? Wir drücken die Maschine an. Die Maschine wird jetzt booten. Sie wird jetzt mit dem Aufheizprozess vorgehen. Wie ihr seht, bei mir ist sie halt noch auf Deutsch gestellt. Bei euch ist sie eventuell auf einer anderen Sprache. Der Spülvorgang selber müsst ihr abwarten, bis dieser durchgelaufen ist. Wenn der Spülvorgang abgelaufen ist, wird eventuell noch ein weiterer Aufheizprozess auf euch zukommen. Also der Aufheizvorgang. Der könnte auch noch mal ein paar Sekunden in Anspruch nehmen. Bei mir steht jetzt hier Entkalken, lalala. Das ist irgendwie andauernd der Fall, deshalb mache ich jetzt nicht direkt über eine Entkalkung. Wir drücken das weg mit ESC. ESC ist die Taste links oben. Wir werden jetzt ein weiteres Mal diese besagte Taste benutzen, um den im Kontext stehenden Menüschrank zu öffnen. Das heißt, wir drücken einmal drauf und kommen jetzt in die Einstellungen. Wenn wir in den Einstellungen sind, können wir uns mit dieser Taste nach rechts und mit dieser Taste nach links bewegen. Hier unten ist eine Menüstruktur zu sehen. Das heißt, wir haben in den Einstellungen 5 Menübälke oder Menüleisten zur Verfügung. Wir bewegen uns einmal nach rechts zur Sprache. Wenn das nicht in eurer Sprache dasteht, unten wird aber eine 2 von 5 stehen. Nun werden wir auswählen mit der OK-Taste auf der rechten oberen Seite. Und nun können wir aus 16 verschiedenen Sprachen wählen, wie Deutsch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, keine Ahnung, Maguay, Polski, also Polnisch, Czestina, Tschechisch, Slowenzina, Schlesinsina, Svenska, Suomi, Norsk für Norwegisch und Englisch. Wenn ihr jetzt eine Sprache eurer Wahl getroffen habt, bestätigt ihr das mit OK. Und damit ist die Maschine jetzt umgeschaltet. Zurück mit ESC. Jetzt sehen wir Select Your Beverage. Jetzt sind wir also in der Sprache, die wir gewählt haben. Um diese wieder umzuschalten, bewegen wir uns dann wieder Zahnrad. Dann gehen wir rechts, Language oder Sprache, OK. Und verändern dort die Sprache wieder auf die von uns gewählte Sprache. Und schon können wir mit ESC wieder zurück und sind dahin gekommen, wo wir wollten. Sprachveränderung der De'Longhi Eletta Cappuccino Evo Maschine. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!